Wirtschaftliche Fäulnis schafft eine kulturelle, ekelhafte Dekadenz. Norbert Nelte für die Basisdemokratie in der Räterepublik. Am Ende aller Klassengesellschaften erleben wir jedes Mal eine abartige Dekadenz bei der herrschenden Klasse und eine sprachlose Hoffnungslosigkeit bei den Beherrschten, die sich nicht gegen den Niedergang wehren. Wikipedia-Zitat: Der Begriff Dekadenz gehörte ursprünglich einer Weltsicht an, welche die Existenz von Menschen, Institutionen und Staatsgebilden einem natürlichen Werde- und Untergangsprozess unterworfen sieht. Lesen wir bei Wikipedia. Link 1. Diesen sogenannten natürlichen Werde- und Untergangsprozess gibt es aber nur in den Klassengesellschaften. Natürlich nicht bei der Naturgesellschaft mit einer Basisdemokratie. Die hätte sich schon weiterentwickelt. Solidarischer, aber dafür etwas langsamer. Erst recht nicht bei der basisdemokratischen Räterepublik. Eine Krise und ein Untergangsprozess wird es da nicht geben, weil niemand mehr dem Wirtschaftskreislauf Kapital entziehen wird, welches der Kapitalist ständig rationalisieren und entlassen oder Ausweitung der Märkte in die Lage versetzt wurde, sich anzueignen. Die Klassengesellschaften hatten bereits bei ihrer Gründung durch ihre Wirtschaftsdynamik ein eingebautes Ende. Der immer größere Raub führte zu einem Entzug aus dem Wirtschaftskreislauf und damit zu einem immer schnelleren Ende. Durch den Raub und Entzug aus dem Wirtschaftskreislauf musste die Wirtschaft ständig wachsen. Der IWF ist wohlgemerkt in den normalen Zeiten davon ausgegangen, dass ein wirkliches Wachstum erst ab einer Steigerung des Bruttoinlandsproduktes von 3,3% beginnt. Die 3,3% dürften also etwa der Faktor sein, der dem Wirtschaftskreislauf entzogen wurde. In der Grafik gehören bei dem Kapital, das dem Wirtschaftskreislauf entzogen wird, zu den Derivaten auch leerstehende Immobilien, nicht bearbeitete Landwirtschaftsgüter und Spekulationsgelder bei den wahren Terminbörsen in Chicago oder Hannover dazu. Denn sie schaffen überhaupt keine Wertschöpfung, vernichten diese eher noch. Ab dem Moment, wenn die möglichste Größe eines Klassensystems erreicht ist, können die Probleme nicht mehr kompensiert werden und es geht dem Ende entgegen. In normalen Zeiten im Kapitalismus ist das die Erdkugel. Hier sind alle Ecken schon durchkapitalisiert worden und anbauen kann man auch nicht mehr. Inzwischen exportiert das letzte große kapitalisierte Land China bereits an das imperialistische Land der USA alle Konsumgüter. Der Imperialist will jetzt eine Abschottungspolitik durchführen, was das endgültige Aus der Weltwirtschaft herbeiführen wird. Jetzt schon besteht die Weltwirtschaft nur aus Statistikfälschung, Betrug und fiktiven Gewinnen, die nur auf nicht einzuhaltenden Versprechungen beruhen. Karl Marx und Friedrich Engels fragen, Zitat: Wodurch überwindet die Bourgeoisie die Überproduktionskrisen? Einerseits, so antworten sie,
durch die erzwungene Vernichtung einer Masse von Produktivkräften, andererseits durch die Eroberung neuer Märkte und die gründlichere Ausbeutung der alten Märkte. Zitat Ende. Karl Marx und Friedrich Engels im Manifest der Kommunistischen Partei, Seite 9, Link 2. Neue innere und äußere Märkte gibt es nicht mehr, da die durchschnittliche Profitrate weit unter dem Finanzmarktzinssatz steht, gehen auch die Investitionen zurück. Noch dazu droht jetzt Trump mit seinem Protektionismus, also keine investitionsfreundliche Zeit mehr. Der herrschenden Klasse entgleitet zunehmend die Kontrolle über die Wirtschaft. In dem Maße, wie sie die Kontrolle über die Wirtschaft verliert, kompensiert sie den Verlust über Ersatzhandlungen. Eine große Ersatzhandlung ist die Kinderschänderei. Es geht hier in erster Linie nicht um den Sex, wie auch, sondern um die Macht über andere Menschen, bis hin zum Kindermord. Kinder werden im Internet billig zum Ermorden angeboten. Die Epoch Times berichtet, Titelzitat, US-Justizminister Sessions unter Beschuss, weil er hochrangige Pädophile werfen lassen will. 6.3.2017. Link 3. Zitat aus der Zeitung. Wie Geheimdienste pädophile Politiker mit pädophilen Neigungen ausnutzen und mit Beweismaterial erpressen. Rund 30% der Washingtoner Elite sei in dieses Spiel verwickelt. Sowohl Demokraten wie Republikaner. Der Sumpf ist noch viel schmutziger, als ich erwartet habe. Soll Trump demnach zu Vertrauten gesagt haben. Über Washington sagte Trump zu seiner Tochter, diese Stadt ist die Pädophilenzentrale. Link 3. 3 Tage später meldet Anonymous, Zitat, 500.000 Fälle, britische Polizei kapituliert vor Pädophilen. Zu viele, um alle zu verhaften. 9.3.2017. Link 4. Zitat aus dieser Zeitung. Innerhalb von 3 Jahren seien Hinweise auf Kindesmissbrauch um 80% gestiegen. Link 4. Noch ein Titelzitat von Nachtwächter. Bürgermeister von US-Kleinstadt gesteht Sexualverbrechen unter anderem an einer 4-Jährigen. Link 5. Die Großen lässt man laufen. Dafür hat man jetzt ein Bauernopfer. Wir haben es also mit einer gewaltigen, unappetitlichen Dekadenz der Elite zu tun. Also auf gut Deutsch, es ist zum Kotzen. Ihre Größe spiegelt die tiefe wirtschaftliche Fäulnis des Kapitalismus wider. Was ein Glück, dass es schon die weit über 100.000 Arbeiter bei den selbstverwalteten Betrieben gibt. Siehe, Kapitalismus geht, Betriebe ohne Boss kommen. Link 6, Norbert Nelte, für die Basisdemokratie in der Räterepublik.